Großflächige Werbeplakate für Zigaretten. In vielen Ländern Europas gehören sie längst der Vergangenheit an. Hierzulande nicht. Doch damit soll bald Schluss sein. Ende der Woche will der Bundestag über entsprechende Gesetzespläne erstmals beraten. Zuvor hatte sich das Bundeskabinett auf einen Gesetzestext zum Werbeverbot verständigt. Vorgesehen ist, Reklamemöglichkeiten schrittweise zu unterbinden, um besonders junge Menschen auch vor Risiken neuer Angebote zu schützen. Zuerst soll ab 2022 ein Werbeverbot auf Außenflächen wie Plakatwänden oder Haltestellen kommen. Für Tabakerhitzer soll es ab 2023 greifen, für E-Zigaretten ab 2024. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, erwartet, dass noch vor der Sommerpause das Parlament das Gesetz verabschiedet. Die CSU-Politikerin hätte sich noch strengere Regeln gewünscht. Doch der Widerstand durch die Tabakindustrie sei extrem gewesen, sagte Ludwig im Gespräch mit Welt. Der gemeinsame Entwurf ist der zweite Anlauf der Großen Koalition, um auch in Deutschland zu strikteren Reklameregeln zu kommen. Ein erster Versuch war in der vorigen Wahlperiode im Jahr 2016 gescheitert. Nach Widerstand aus der Union wurde das Gesetz damals nicht beschlossen. Im Dezember 2019 votierte die CDU-CSU-Fraktion dann aber für ein Positionspapier, das nun die Basis für das weitere Vorgehen der Koalition bildet.